Warum? Warum nur Flamberg? Warum musst du nur gegen mich sein? Nicht mit mir! Warum können wir nicht einfach... Ach, egal. Inquisitor Flamberg hatte eindeutig recht. Eine Hexe zu sein ist schon ein Verbrechen. Dies versteht ihr doch, Frau Erlenken, nicht wahr? Gewiss. Nun gut. Das Gericht ist bereit, das endgültige Urteil zu fällen. Maya Fey ist unschuldig. An ihrer Stelle wird Phoenix Wright verbrannt. Wird Gina Linken schuldig gesprochen, eine Hexe zu sein und durch die Flammen geläutert werden. Das könnt ihr nicht tun. Oh. Verbrennt lieber Maya. Moment mal. Nein, bitte nicht. Ja, eben. Bitte, wartet mit dem Urteil. Oh, jetzt kommen sie. Sophie. Noch weiter. Phoenix. Was? Noch länger warten. Verbrennt sie endlich. Will ich mir diesen blöden Sprachfehler da unterbringen müssen? Ja. Was ist euer Begehr? Nein, das sprechen die? Das sprechen. Okay. Es gibt nichts, was das Gericht noch tun kann. Dies ist der Lauf der Dinge und ihr solltet dies doch wissen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. War denn der Narrateur nur wirklich der Richter oder war es nicht so? Der Narrateur? Ja. Ich dachte, der Victoire. Genau. Ja. Nicht der Narrateur, der Victoire. Keine Ahnung. Ich mir war so, als wäre da irgendwie. Könnte der gleiche. Das finden doch bestimmt die findigen Zuschauer raus und schreibt es in die Kommentare fürs nächste Mal. Ach! So leicht kann man Aufgaben delegieren. In der Tat. Er hat das gesagt, er hat gesagt... In der Tat. Ach, ist das schön, wenn so ein toller Satz auftaucht. In der Tat. So lautet das Gesetz dieser Stadt. Ein Gesetz, das euer eigener Vater verfasste. Jetzt wird's persönlich. Moment. Euer Vater ist ein Vollidiot. Moment, der Vater von Erlington hat das verfasst? Nein, vom Richter. Und mehr noch, ein Gesetz, das in dieser Stadt immer befolgt wurde. Und jetzt kommt der Vater Einspruch, ich ändere das Gesetz. Wie heißt der Vater vom Richter mit Vornamen? Theodor. Abkürzung Trichter. Eine Stadt wie diese sollte gar nicht erst existieren. Nee, oder er heißt mit Vornamen Schietz. Heißt doch keiner. Nee, stimmt. Was? Welche Dreistigkeit! Ketzerei! Sie kritisiert die Geschichte des Schöpfers! Nicht mal die Tochter verbrennt sie! Was hat das Recht, die Geschichte zu kritisieren? Prinzessin, dem Unschuldige zum Tod in Flammen verurteilt werden. Ich sorge dafür, dass dieser der Letzte sein wird. Ach, es war gar nicht Erlingtons Vater, es war Sophies Vater. Hups. Ja. Hab ich doch gesagt? Ach so. Oh, hab ich gar nicht so mitbekommen. Ja, ich in meiner Naivität. Ja, Ja, ich mit meiner Inkontinenz. Ach, du, ja, du mit deiner Inkontinenz, genau. Aber warte, ich will jetzt noch schnell Sophie brennen sehen. Ja, okay. Da ihr alle so versessen. Was, Sophie? Geschichten des Schöpfers seid, wisst ihr genau, was ich meine. Hm? Wieso Sophie? Keine Ahnung, Sophie. Irgendjemand soll brennen. Gehen. Und ich meine, Sophie kann ja auch mal. Eigentlich. Die hat aber keinen Sprachfehler. Die spreche ich überhaupt nicht, die kann von mir so oft ab. Die Bedingung lautet. Ist die große Hexe Akana verbrannt, finden die Hexenprozesse ein Ende. Ja. Momentan stehe ich unter Verdacht. Ihr kennt auch alle den Grund, nicht wahr? Ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr... Sie versucht's schon wieder. Ich bin schuldig. Ich bin die große Hexe. Jetzt geht es schon wieder von vorne los. Oh, das glaubt dir doch keiner. Dummes Kind. Einspruch. Dummes Kind. Doch, die sind alle so naiv, die glauben es. Mich in die Flammen und lasst Frau Erlington frei. Ich glaube, die will einfach auch bloß Selbstmord begehen, aber will es irgendwie so richtig groß aufziehen.
Die mit ihrem scheiß Geltungsbedürfnis. Die mit ihrem scheiß Geltungsbedürfnis. Ja. Fast wie Joey heute. Drama Queen. Joey ist auch eine Drama Queen. Wo ist er denn? Ah, weg. Niemand sonst muss nach mir noch verbrannt werden. Sophie, was zum Henker redest du da? Ich kann das nicht zulassen. Bitte, Phoenix. Du musst es zulassen. Es muss so sein. Es tut mir leid. Aber dieses Problem betrifft nur die Bürger Labyrinthias. Nein, bitte tu es nicht. Es muss einen anderen Ausweg geben. Du musst das nicht tun. Es ist in Ordnung. Luke, Maya, Phoenix und auch Herr Layton. Ich weiß wirklich all das zu schätzen, was ihr für mich getan habt. Das kann nicht wirklich passieren. Frau du Narrateur, euer Geständnis wird schwerwiegende, um nicht zu sagen, fatale Konsequenzen für euch haben. Kann das Gericht annehmen, dass ihr diese Konsequenzen allesamt begreift und willens seid, diese zu tragen? Ich bin Sophie, der Narrateur. Die Tochter des Schöpfers. Aber ich habe noch einen zweiten Namen. Ich bin die große Hexe Arcana. Ich lebte verborgen in den dunklen Seiten der Geschichte meines Vaters. Und ich habe euch alle geblendet. Viele Leben sind geopfert worden. Meinetwegen. Doch all dies wird heute ein Ende finden. Gerichtsdiener, ergreift diese Frau! Sie ist die große Hexe Arcana! Sophie! Die haben wirklich mal ja verbrannt. Also was das Schlimmste ist, sie haben Erlenken nicht verbrannt. Boah. Ja komm. Oh Mann, Layton vergoldet, Erlington lebt noch, Maya verbrannt. Oh Gott. Was ist das für ein Spiel? Wo spielt das in der Layton und Phoenix Wright Timeline? Ich weiß nicht, wahrscheinlich aber damit habe ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich gar nicht, weil Layton und Phoenix Wright gar nicht in derselben Timeline spielen können. Außer 2016 und fortfolgend ist plötzlich, London so Steampunk-mäßig, während der Rest der Welt normal geblieben ist. Aber dann könnte Luke trotzdem kein Kind mehr sein. Wieso? Oder weiß man, wann Layton spielt? Nein, eben nicht.
Aber theoretisch, wenn man Leighton vs. Ace Attorney nimmt, müsste es ja eigentlich irgendwann nach 2016 spielen. Weil Ace Attorney spielt in 2016. Und sie kennen sich schon, Maya und Link. Link. Phoenix. Was hab ich auf Link jetzt? Ich hab keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir speichern mal und sind froh, dass wir endlich da vorbei, das vorbei haben, dass das halt vorbei ist. Juhu! In der Tat. Danke. Gern geschehen. Kapitel 5, ein Hauch Verzweiflung. Und damit zugeklappt, eingepackt, wir sind durch für heute. Obwohl, cooler können wir noch 5 Minuten? Ja, komm. Ja, dann mache ich wenigstens den Part noch voll. Was? Ach so, deswegen. Ja. Was sollen wir jetzt nur tun? Ich kann den Professor gar nicht mehr danach fragen. Weißt du, was ich mir dachte, als sie oben an dem Käfig hingen und Maya geschrien hat, wir müssen hier weg? Und dann dachte ich so, Sophie, nicht mehr, aber ich will nicht weg. Hätte ich das gewusst. Vielleicht kann ich es noch nachträglich einfügen. Mach ich. Mach mal. Ja. Also, das, worüber wir jetzt reden, das ist schon passiert. Richtig. Das wird jetzt lustiger sein, dass man jetzt erst erfährt, dass das nachträglich eingefügt wurde. Ja. Ach ja. Gut, dass du keinen Livestream gemacht hast. Richtig, da hätte ich nämlich nichts hinterher einfügen können. Also hättest du schon können, aber... Ja, aber... Oder? Ja, können... Ja, nee, ja. Ja. Können kann ich alles, wenn ich nur will. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann nämlich die Leute den Anreiz haben, das nochmal zu schauen, obwohl sie schon dabei waren. Mhm. Ja, Livestream und dann nochmal zeigen, auch eine geile Idee. Für die richtigen Nerds. Das nächste Mal. Okay. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, machen wir das im Livestream. Leider können wir das, kann ich das auch nicht so großartig vorher ankündigen, meistens. So früh, wie es halt geht. Ja. Was meistens nicht an dir, sondern an mir liegt, zugegeben, aber... Also, was sollen wir denn tun, Herr Professor? Wir sind dem Hexengericht entkommen. Und mein Fuß tut jetzt weh. Maya ist dem Hexengericht nicht entkommen, aber sie ist verbrannt, sie war zu lange im Hof. Das war also mehrere Ecken, naja. Allein der ganzen Aufregung. Also, wohin gehen wir jetzt? Ach, Joel, wirst du nicht irgendwann mal heiser, sag mal? Vor allem, ich meine, Luke erzählt das jetzt so nebenbei, so beiläufig, während Mia da, Maya da, ich verwechsel immer Mia und Maya, wo Maya da einfach mal passiert. So in die Flammen gestürzt ist und dann, und als Professor Leighton vergoldet war, da war er richtig weggetreten. Vielleicht Maya kannte er ja noch nicht so lang. Ja. Ach, ist nur Maya. Oh nein. Hey, listen! Es tut mir wirklich, wirklich leid. Es ist meine Schuld, dass Maya... Das ist alles meine Schuld. Das stimmt doch. Es ist deine Schuld, Sophie. Stimmt das nicht, Herr Wright? Herr Wright? Ich habe sie geliebt. Wen? Leighton. Jean Erlington. Und jetzt ist sie leider nicht mehr vor mir im Gerichtssaal. Gott sei Dank. Und erzählt ihr Sachen mit ihrem schönen, süßen Sprachfehler. Was, oh, Luke, hast du etwas gesagt? Und schon ist der Part vorbei. Nein, noch nicht. Ja, das stimmt. Sophie, du musst dir die Schuld dafür geben. Herr Wright, das habe ich doch gerade eben gesagt. Oh, wirklich? Phoenix! Sophie! Luke! Ach halt, das bin ja ich! Egal. Es ist nicht so schlimm, wenn jemand stirbt, den ich kenne. Ist mir schon mal passiert. Und erst danach habe ich Maya kennengelernt. Vielleicht lerne ich eine neue Schwester von ihr kennen. Ich habe mir nämlich zur Aufgabe gemacht, die gesamte Familie zu töten.
Ja, aber Moment, wen gibt's denn da noch? Es gibt... Weiß ich nicht. Also... Kenne Maya und Mia. Ja, und in Teil 2, das habe ich schon mitbekommen, kommt eine Pearl Fay vor. Aber ich glaube, das ist eine Cousine. Ja, die kommt, solange die den gleichen Nachnamen hat, auch. Ja, oder nehmen wir als nächstes die Mutter, Misty Fay. Stimmt. Die fängt auch wieder mit M an. Lebt die noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Also vielleicht in dieser Timeline schon.